Die Zukunft kommt und KI steht dabei an erster Stelle. Aber wie halten wir da in Deutschland mit? Indem wir nicht nur an der Seite stehen, sondern mitgestalten. Mein Name ist Maximilian Funke-Kaiser und ich erzähle euch heute ein bisschen was über KI. Free Facts von der Fraktion der Freien Demokraten. Spezial. Was wir auf gar keinen Fall wollen, ist der Missbrauch dieser Technologie, beispielsweise Gesichtserkennung mittels Kameras. Oder Social Scoring wie in China, wo mit künstlicher Intelligenz die Leute erzogen werden vom Staat. Aber wie können wir KI dann weiter fördern, ohne sie auszubremsen? Zum Beispiel mit dem KI-Aktionsplan unserer Bildungs- und Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger mit einem Volumen von 1,6 Milliarden Euro. Da geben wir beim Bau von KI-Rechenzentren gerade richtig Gas, denn mehr Rechenkapazität bedeutet gleich bessere KI. Und auf den Zug können wir jetzt noch aufspringen? Sind die anderen Länder nicht schon längst vorbeigezogen? Auf gar keinen Fall. Wir sind bereits heute mit rund 170 KI-Startups wirklich gut aufgestellt im internationalen Vergleich. Wir sollten uns da nicht immer schlechter reden, als wir sind. Wichtig ist, dass es nicht nur bei KI-Startups bleibt, sondern auch kleine und mittelständische Unternehmen künstliche Intelligenz bei sich im Betrieb nutzen. Aber wie wirkt sich das auf meinen Arbeitsplatz aus? Der Ausbau von KI wird die Arbeit definitiv verändern, das ist klar. Aber ich bin davon überzeugt, im Guten, denn man muss sich nicht mehr um die langweiligen Dinge in seinem Job kümmern, sondern kann sich um die spannenden Dinge in seinem Job kümmern. Intelligenz ist weder gut noch böse, sondern ein nützliches Werkzeug, mit dem wir unseren Fortschritt sicherstellen und dabei unsere Freiheitsrechte verteidigen.